Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch ein wenig zaubern. Und zwar geht es um die zauberhafte Verbindung dieser zwei Geräte. Das eine ist der DJ Osmo Pocket und das andere ist mein Smartphone. Und dieser Stecker, ein USB-C-Adapterstecker, ist beim Osmo Pocket mitgeliefert und stellt die Verbindung dar. Ihr kennt das sicherlich. Ihr schiebt das hier rein, stöpselt das an das Handy und schon ist die Verbindung vorhanden. Allerdings wackelt das natürlich extrem. Von daher ist das nicht optimal. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit wenig Geld und ein bisschen Fantasie eine optimale Halterung bekommt. Dafür brauche ich dieses Zaubertuch. Mit Hilfe dieses Zaubertuches werde ich jetzt magische Zauberformeln nicht sprechen, aber über meine Hand hier ausstrahlen. Und ich merke schon, wie sich hier was tut unter dem Tuch. Und bei 3, 1, 2, 3. Jawohl, und da haben wir den Osmo, das Smartphone, eine Halterung und ein Stativ. Und wir können damit ganz stabil filmen. Jawohl, coole Sache. Und insgesamt hat das alles nicht mehr als 20 Euro gekostet. Das ist eine Standard-Handy-Halterung. Das ist ein Standard-Dreibein-Stativ, was man hinstellen kann. Was ich aber auch natürlich so ideal zum Film nehmen kann, habe hier meine ideale Handy-Kontrolle. Und diese Konstruktion erlaubt es mir, alles stabil und safe zu haben. Gut, gucken wir uns das mal im Detail an. Das ist klar. Das ist ein ganz normales Stativgewinde und hier ist ein Stativgewinde. Diese Halterung wird hier hinten fixiert und hier im Handy fixiert. Das heißt, hier schraube ich das auf und kann jetzt quasi das hier rausnehmen. Und damit das stabil läuft, schiebe ich es hier rein, ganz ans Ende und schraube das hier fest. Am besten, man stellt es runter. So, dann schraube ich das hier fest, dann ist das Handy fest. Und selbst hier hätte ich noch eine Stativhalterung. Und hier habe ich eine Stativhalterung, ich schraube das zusammen. Und schon habe ich für 20 Euro eine Handyhalterung für den Osmo, eine sichere Verbindung. Und wenn es nicht ganz sicher ist, dann muss man es einfach noch ein bisschen runterschieben, bisschen Druck drauf geben und schon ist es sicher. Es hält, es wackelt nicht, ist perfekt. Die Steckverbindung wird nicht belastet, also eine tolle Lösung. Und ich denke, für 20 Euro hat man hier deutlich mehr Möglichkeiten als mit der Halterung, die unter anderem bei Amazon oder anderen Großhändlern angeboten wird. Ich sage Dankeschön für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.